Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Multiplayer-Server in Assetto Corsa Competizione erstellt. Dafür sind ein paar Einstellungen wichtig und auf den ersten Blick nicht ganz so ersichtlich. Was zu tun ist, werde ich euch Schritt für Schritt zeigen. Ihr befindet euch eurem Steam-Account und habt hier Assetto Corsa Competizione. Und jetzt müsst ihr in einen Ordner gehen, wo Assetto Corsa Competizione installiert worden ist. Und ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr das relativ schnell dorthin findet. Rechte Maustaste, öffnet sich das Kontextmenü, Eigenschaften anklicken, neues Fenster geht auf lokale Dateien klicken, lokale Dateien durchsuchen und schon seid ihr in dem Ordner drin, wo das Spiel installiert wurde. Kann man hier oben sehr schön sehen. Man kann natürlich auch über den Explorer manuell dorthin klicken. Wir brauchen den Ordner Server und dort finden wir als erstes eine README-Datei. Und diese README-Datei ist natürlich extrem unübersichtlich und wir gehen die jetzt mal Schritt für Schritt durch. Weil hier wird nämlich genau gesagt, was wir zu tun haben. Wir müssen diese Datei als erstes öffnen. Und dann gehen wir wieder in unseren Explorer, gehen auf den Ordner CFG. Ihr seht hier, wo wir uns noch befinden. Und da haben wir sie auch schon. Configuration. So, wir können sie öffnen. Mit Editor ist immer am einfachsten. Dort steht drinne. Ein Passwort könnte ich vergeben. Brauchen wir aber in dem Fall nicht, weil momentan sind in der Version 04.1, der wir uns befinden, also Early Access, noch nicht alle Funktionen im Multiplayer freigeschaltet. Deswegen können wir hier auf das Passwort getrost verzichten, weil es nicht funktioniert. Wir haben ein Admin-Passwort, könnten wir uns vergeben, brauchen wir auch noch nicht. Was wir aber brauchen, ist ein Servername. Hier steht von Assetto Corsa hier schon mal ein Name drin. Den können wir aber anpassen, wie wir es für richtig halten. Und wir nennen ihn wieder Rookie. Wichtig ist, wie wir den Server hier benennen, so taucht er später auch auf. Und er muss sich innerhalb dieser Anführungszeichen hier befinden. Wir können hier auch eine Leertaste reinschreiben. Wir brauchen keinen Unterstrich oder sonstige Sachen zu beachten. Dann, ganz wichtig, wir müssen zwei Portfreigaben in unserem Router einstellen. Wie das geht, zeige ich euch anhand des Speedportes, den ich habe. So, dann speichern wir die Datei, weil wir haben ja hier was geändert, nämlich den Servernamen geändert. Deswegen müssen wir sie speichern. Können sie dann getrost schließen. Gucken mal wieder in die README-Datei. Was müssen wir jetzt weiter tun? Important. Das müssen wir jetzt hier einrichten. Das heißt, wir gehen jetzt in unseren Router und werden diese zwei Portfreigaben erstmal machen. So. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euren Router aufruft, geht einfach bei Google rein und schreibt dort Speedport konfigurieren rein. Da wird schon angezeigt. Und dann könnt ihr hier auf die Telekom-Hilfeseite gehen, klickt drauf. Und das Gute ist, hier wird euch gleich hier angezeigt, wo ihr hinklicken müsst. Wenn ihr auf den ersten Link klickt, der funktioniert leider nicht, sondern ihr müsst hier auf diesen Link klicken zum Einrichten ihres Speedporters, öffnet sich ein neuer Tab. Und ihr braucht euer Gerätepasswort, um euch einzuloggen. Um Gottes Willen, wo finden wir das? Wir gehen auf Abbildung anzeigen und auf der Rückseite eures Routers findet ihr das Gerätepasswort. Das tragt ihr hier ein, macht ein Login und seid in dem Übersichtsmenü vom Speedport. Ich habe den W724V. Da ich schon Ports freigeschaltet habe, wird mir das hier zum Beispiel als Sicherheitsstatus angezeigt. Wenn ihr das noch nicht habt, dann könnt ihr wie folgt vorgehen. Hier sind wir falsch. Einstellungen. Da haben wir es. Unter Internet hat einen kleinen Moment gedauert. Ich mache das natürlich auch nicht alltäglich.
So, Portfreischaltung. Und dann könnt ihr hier draufklicken und es ist wichtig, dass ihr diesen oberen Port, Portumleitung, Portweiterleitung klickt. Wir schauen uns nochmal die README-Datei an. Was müssen wir genau tun? Es geht um diese zwei Ports, einmal den UDP-Port und den TCP-Port. TCP-Umleitung ist hier das Erste, was kommt. Und ich habe das alles schon mal vorbereitet. Das heißt, wir gucken uns nochmal die README an und sehen, TCP-Port 9232, so heißt der Port, und den müssen wir jetzt freischalten in unserem WLAN-Router. So. Wenn ihr noch gar keine Freischaltung hier eingerichtet habt, dann geht ihr einfach auf dieses Zeichen, weitere TCP-Umleitung anlegen und dann tragt ihr hier einfach diesen Port ein. Achten, dass ihr euch nicht vertippt. Okay, das ausgegraute Feld kann man nicht füllen. Das ist immer sozusagen von bis geht dieser Port. Gerät wählen und jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr müsst jetzt das Gerät auswählen, mit dem ihr den Multiplayer-Server erstellt und mit dem ihr Assetto Corsa dann tatsächlich spielen wollt. Also sprich, ich möchte jetzt auf meinem PC, das ist dieser hier, möchte ich diese Freigabe aktivieren. Das heißt, hiermit möchte ich auch den Multiplayer starten. Es nützt mir nichts, wenn ich das mit einem anderen Desktop-Rechner mache, weil dann ist die Freischaltung leider nicht auf diesem Rechner, wo ich den Multiplayer starte, aktiv. Also ganz wichtig. Wenn ihr dann das richtige Gerät ausgewählt habt, in dem Fall heißt meins so, dann geht ihr hier auf Speichern. In dem Fall würde mir einen Fehler anzeigen, weil diese Weiterleitung ist ja schon aktiv. Das gleiche macht ihr jetzt hier unten UDP-Umleitungen. Wir gehen wieder in unsere README und schauen uns den Port an. 9231 und machen genau das gleiche. Wenn ihr noch kein hier eingestellt habt, dann geht ihr auf weitere UDP-Umleitung anlegen. Dann öffnet sich das automatisch. Habt ihr einmal zu viel geklickt, geht ihr auf Löschen. Ich habe das hier schon gemacht. Jetzt geht ihr hier auf Speichern. Dauert ein kleines Momentchen. Jetzt wird dieser Port tatsächlich in dem Router freigegeben. Dann geht ihr hier auf Speichern. Alles klar. Wenn das erledigt ist, habt ihr diesen Part erstmal erledigt und braucht euch um das nicht mehr zu kümmern. Jetzt haben wir aber noch ein paar weitere Jobs zu tun, und zwar die Firewall. Und Gott sei Dank müsst ihr hier nichts machen, weil eure Firewall wird sozusagen automatisch sich öffnen und wird euch fragen, hey, da will jemand was von mir, nämlich da kommt eine eingehende Anfrage, was mache ich damit? Und da müsst ihr auf Zulassen klicken. Das heißt, ihr müsst hier in eurer Firewall nichts extra fein einstellen, sondern das geht ganz automatisch. Ihr müsst es nur zulassen. Wenn ihr es nicht zulasst, Pech gehabt. So, jetzt haben wir hier noch andere Sachen zu tun. Und zwar die Custom JSON müssen wir öffnen. Die finden wir hier. Jetzt macht ihr hier natürlich Änderungen und diese Änderungen, die sind relativ unübersichtlich. Deswegen erster Tipp, kopieren, einfügen und ihr habt eine Kopie erstellt, dass ihr quasi einmal diese Originaldatei wieder habt. Ihr macht einen Doppelklick auf Custom. Ihr könnt sie wieder mit dem Editor oben öffnen, wie ihr hier seht. Und jetzt habt ihr eine ganze Menge an Möglichkeiten, hier was einzustellen. Ihr könnt euch damit gerne natürlich beschäftigen. Ich kenne auch nicht alle Werte und kann natürlich nicht sagen, welcher Wert hat was zur Folge. Aber ich kann zum Beispiel hier sagen, Assists. Ich möchte nicht, dass Leute irgendwelche Stabilitätsassistenten benutzen, die sie einstellen können. Deswegen mache ich hier eine 0. Alles andere lasse ich erstmal gleich. Jetzt können wir ein bisschen weiter runter scrollen. Und die erste Sache, die wir einstellen können, ist nämlich, dass wir hier unseren Tracknamen einstellen können. Und jetzt sind wir in der Version 0.4.1. Und jetzt werden nur drei Strecken angezeigt, obwohl mit der Auslieferung dieses Bildes ist der Hungaroring in Ungarn noch dazu gekommen. Der wird hier nicht aufgeführt, aber wir können ihn mittlerweile nutzen. Das heißt, wir brauchen TrackName. Diese Zeile müssen wir suchen. Und
damit wir hier nicht alles durchklicken müssen, gehen wir auf Bearbeiten, Suchen, Einfügen. Wichtig, die Schreibweise beachten. Deswegen habe ich es kopiert. Trackname gefunden. Hier steht Misano. Und jetzt können wir innerhalb dieser Anführungszeichen den Hungaroring hier eintragen. Alles klein geschrieben. So, die Änderung haben wir getan. Wir gehen wieder in die README. Lassen das alles so. Auch den Tag können wir so lassen. Jetzt haben wir hier die nächste Möglichkeit. Und in dieser Version haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, wir haben ein freies Training, Practice, wir haben ein Qualifying oder wir haben ein Rennen. Noch ist der Multiplayer nicht möglich, dass wir quasi alle drei Sachen miteinander kombinieren können und machen daraus ein schickes Rennwochenende. Von daher müssen wir uns jetzt für eins entscheiden. Ich sag's mal so, das Practice macht in der Version jetzt am meisten Sinn. Wir gehen wieder in die Custom und suchen jetzt letztendlich die Einstellmöglichkeiten, wo wir das haben. Wenn wir es nicht finden, also ich habe es jetzt hier gleich gefunden, aber wenn wir es nicht finden, dann gehen wir wieder hier rein und suchen einfach Session-Typ. Wieder rechte Maustaste, kopieren, in die Custom reingehen, bearbeiten, suchen, rechte Maustaste, einfügen, suchen. So, da ich ja die eine schon gefunden habe, gehen wir mal auf Weitersuchen. Aber es sind natürlich für die Zukunft schon drei Sachen möglich. Session Typ 0, Training. Session Typ 4, Practice. Session Typ 10, Rennen. Da nur das erste momentan unterstützt ist, brauchen wir uns nur hier drum zu kümmern. Das heißt, Session Typ 0 ist freies Training, bleibt bestehen. Jetzt haben wir Session Duration. In Sekunden wird das angegeben. Das bedeutet, wie lange ist denn das freie Training? 900 Sekunden? Okay, keine Ahnung, was 900 Sekunden so auf die Schnelle sind. Eine Orientierung. 3600 Sekunden sind eine Stunde. Das heißt 60 mal 60. Ich finde, eine Stunde Training ist eine gute Zeit. Die geben wir hier ein. Achten darauf, dass wir nicht eine Null zu viel haben, weil auf einmal sind 36.000 Sekunden, dann dauert das Training deutlich länger. Dann haben wir die Dauer eingestellt. Alles, was hier kommt, funktioniert nicht. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, ich möchte 2018, der Monat ist jetzt Dezember, das können wir ändern. Wir haben heute den 17. Und wir starten nicht um 10, sondern wir starten um 19 Uhr. Dann könnte es vielleicht sogar schon dunkel sein. Wir warten mal ab. Also 19 Uhr, ich könnte natürlich jetzt hier auch sagen 1910, 1915, vollkommen egal. Dann haben wir eigentlich alle Einstellungen schon gemacht. Dann gehen wir auf Datei speichern und können das schließen. So, das war jetzt letztendlich auch alles das, was in der README-Datei angezeigt wird. Die können wir auch wieder schließen. Das heißt, wir haben jetzt die größte Arbeit eigentlich hinter uns gebracht. Was wir jetzt noch machen müssen, ist nämlich diesen Server hier starten. Und den findet ihr wieder in diesem Verzeichnis unter Server. ACC Server heißt die Datei, ist eine Anwendung. Und jetzt machen wir einen Doppelklick drauf. Oje, 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 das sieht ja richtig oldschool aus, aber so funktioniert's. Und jetzt sieht man hier, es ist geschehen. Er hat letztendlich das jetzt hier alles erstellt. Das müsst ihr im Hintergrund laufen lassen und beinhaltet dieses hier. Dann gehen wir in unseren Steam-Account und sagen, wir starten das Spiel. Das dauert jetzt ein klein bisschen. Ich hoffe nicht, dass euch gleich die Ohren wegfliegen werden. Okay,
Wir sind in unserem Übersichtsbildschirm und jetzt geht es ja wirklich darum, hier den Multiplayer zu starten. Am besten nochmal die Liste refreshen. Und jetzt überlegen wir uns, wir haben uns den Server ACC Rookie oder AC Rookie genannt, besser gesagt. Naja, und jetzt müssen wir hier einfach mal durchklicken. Irgendwann wird er hoffentlich auftauchen. An den Buchstaben seht ihr zum Beispiel auch Race, freies Training. AC Rookie, da ist er. Einmal anklicken. Hungaroring hat er geladen. 24 Plätze sind da, ist keiner drauf momentan. Wir gehen auf Connect. Und es hat sofort funktioniert. Das begeistert mich wirklich, wie gut die Server momentan laufen. Er lädt jetzt. Und da sind wir. Und ihr erinnert euch an das Wetter, an den Tag und an die Uhrzeit. Und deswegen haben wir so eine tiefstehende Sonne. Und ich bin begeistert davon, dass das so gut funktioniert. An dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und viel Spaß beim Erstellen eurer Multiplayer-Server. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.